Wie schon letztes Jahr von uns angesprochen, könnte es sein, dass die Ampelregierung wirklich am Ende am Haushalt scheitert. Denn wenn man kein Geld mehr hat, dann kann man weder ökologische, soziale oder sonstige andere wirtschaftliche Projekte nicht mehr finanzieren und nach vorne bringen. Jetzt ist es laut neueren Medienberichten so weit gekommen, dass sogar das Geld wirklich ausgehen könnte, denn auch die Ukraine könnte jetzt bald kein Geld mehr bekommen und auch Christian Lindner soll in einem Gespräch zu Olaf Scholz gesagt haben, dann entlass mich doch. Und das ist doch durchaus eine krasse Aussage. Wir schauen uns an, was die aktuellen steuerpolitischen Themen sind, die du wissen solltest und warum vor allem auch mittlerweile mit Händen und Füßen in alle Richtungen getreten wird. Sogar hier die Entfernungspauschale soll gekippt werden und die Dienstwagenbesteuerung soll geändert werden. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Und ja, es ist, könnte man sagen, eine Ampel meistens eigentlich eher beliebt, wenn sie grün ist. Doch aktuell ist die Ampel nicht im technischen oder, sage ich mal, im verkehrspolitischen Sinne hier entscheidend, sondern im politischen Sinne allgemein. Und dort ist sie so unbeliebt wie nie. Laut einer neueren INSA-Umfrage im Auftrag der Bild-Zeitung ergab sich hier aktuell, dass 53% der Befragten sind dafür, dass eine der Parteien hier, also Grüne, SPD oder FDP, mutig genug sein sollte, hier das Bündnis zu verlassen und dass es vorzeitig Neuwahlen gibt. Lediglich hingegen 28% sind der Meinung, dass es weiterlaufen soll und 10% wäre es egal und 9% wollten sich dazu nicht äußern. Man sieht also, die Ampel ist noch unbeliebter als die ehemalige Große Koalition unter Angela Merkel und Angela Merkel hat ja weitaus, sage ich mal, auch einige größere Fehler gemacht. Aus entlädt sich natürlich hier vor allem die wirtschaftliche Inkompetenz, die den Haushalt 2025 schon allein jetzt zum Scheitern bringen könnte. Nach aktuellen auch anderen Medienberichten, einem vor allem umfangreichen Frankfurter Allgemeine Zeitung bzw. einem Artikel auch von der Zeit Online, soll es vor allem verstärkt hier zwischen Christian Lindner und Olaf Scholz zu heftigen Auseinandersetzungen kommen. Vor allem hier auch die Aussage von Co-Chef hier Nuripur, er sprach hier von einer Übergangskoalition, wo schon viele auch hier Politikberater und sein Politikbeobachter hier vermuten, dass man hier sich jetzt gerade auf eine grün-schwarze Koalition vorbereiten könnte. Wo man ganz klar sagt, naja, das wäre doch schon der erste Punkt. Also, hey, wir warten eigentlich noch drauf, bis Neuwahlen sind und dann wollen wir sowieso nicht mehr mit FDP und SPD zusammenarbeiten. Weiter geht es natürlich auch die knallharte Aussage von Robert Habeck, wo ich auch mir dachte, oh mein Gott, und das als Wirtschaftsminister. Ja, ist halt so. Also, wenn der Haushalt eine Lücke hat, ist halt so. Also, man merkt schon, dass was im Grunde Jens Baas, ja der TKK-Chef, gesagt hat, naja, woran liegt es, dass kein Geld da ist? Weil man mehr ausgibt, als man einnimmt. Das klingt so einfach. Also, man muss sich vorstellen, das ist eigentlich die einfachste Thematik überhaupt, dass man sagt, okay, ich habe hier bestimmtes Geld zur Verfügung. Das ist auch für Etatisten verständlich. Also auch für die Amtsstuben, die dürften das auch hinbekommen. Wenn ich einen bestimmten Geldbetrag habe, dann kann ich nicht mehr ausgeben. Vor allem soll es jetzt hier, wie gesagt, so weit gekommen sein, dass vor allem auch die gesamte Ampelkoalition jetzt an der Stelle hier einfach ja einknicken könnte. Vor allem bei den wichtigsten außenpolitischen Fragen. Vor allem mit Blick auf die Berichte auch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo es ja angeblich hier einen Brief von im Grunde hier Christian Lindner an im Grunde Boris Pistorius gab bezüglich der Ukraine-Hilfe, dass man hier kürzen müsste. Denn hier soll es von aktuell, ich glaube, 7,5 Milliarden auf 4 Milliarden runtergehen. Und vor allem aber auch gleichzeitig hat er gesagt, ja, aber wenn irgendwie weitere Mehrbedarfe angekündigt werden, dann schauen wir, was wir machen können. Laut aktuellen internen Meldungen heißt es auch gleichzeitig, der innerste Kreis der Koalition sei erreicht, der normalerweise hier 6 bis 8 Leute umfasst, die bisher mittlerweile vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Und einer davon sagte, das Ausmaß der gegenseitigen Verletzungen hat ein bislang ungekanntes Ausmaß angenommen, kurz vor der Scheidung steht. Also im Großen und Ganzen könnte man sagen, es kann nur noch sich um Wochen oder Monate handeln. Aktuell gibt es aber auch viele, die immer noch sagen, ja, die Ampel wird bis zum Schluss durchhalten müssen, weil politisch gerade die Situation so verfahren ist. Denn unabhängig davon, wie auch nächste oder übernächste Woche, genau übernächste Woche, die Wahlen zu Sachsen und noch mal einem weiteren Bundesland, ich glaube Thüringen ist auch am 1. September noch, ausgehen sollte, es wird an der Union hängen, ob sie jetzt den Pakt mit der AfD oder mit BSW macht. Denn in allen Bundesländern sind diese Parteien im Grunde hier Spitzen
vorne dran. Und das heißt, man muss sich für einen entscheiden. Gleichzeitig wird natürlich auch hier auf Bundesebene weiterhin vorgeworfen, dass hier vor allem fundamentalistische Diskussionen geführt werden. Die FDP will Schulden reduzieren und die Schuldenbremse einhalten. SPD und Grüne wollen bei 450 Milliarden Haushalt keine 3 oder 4 Milliarden einsparen. Und irgendwann soll hier, wie gesagt, in dem Gespräch auch Christian Lindner, laut Zeit Online-Bericht hier, gesagt haben, dann müssen sie mich eben entlassen. Und das ist eine krasse Aussage, vor allem, weil ja viele gesagt haben, ja, Christian Lindner würde an seinem Stuhl kleben bis zum Umfallen. Die Frage ist einfach, wie ich damals schon auch gesagt habe, vielleicht ist das der einzige Exit, den die FDP hat, dass sie nächstes Mal überhaupt eine Chance hat, hier reinzukommen. Vor allem, wie ich auch schon gesagt habe, der große Punkt war ja, dass Olaf Scholz sehr angefressen war, dass Christian Lindner am selben Tag das Gutachten hier veröffentlicht hat, an dem auch der Gefangenenaustausch durchgeführt worden ist. Das muss ihm anscheinend hier ziemlich den Tag versaut haben. Am Ende ist es hier natürlich die große Frage, wird es am Geld scheitern? Und das ist meine große Spekulation, wo ich sage, ja, es wird trotzdem nicht mehr umhin kommen, weil man einfach jetzt am Ende so weit sein muss, dass man sagt, okay, kürzt man jetzt hier beim Sozialen, entsprechend natürlich hier bei Bürgergeld und Ähnlichem. Das wollen ja vor der federführend die SPD nicht. Im Grunde die Partei der Arbeitslosen will das nicht. Die Grünen wollen nicht beim Klimaschutz sparen, weil sie hier im Grunde ja eine Klimapartei ist, eine Klimaideologie. Gleichzeitig sagt die FDP natürlich Schuldenbremse. Jetzt muss man mal hier ganz neutral betrachten, was ist denn eigentlich die beste Möglichkeit? Und um es ganz klar zu sagen, die beste Möglichkeit für dich als Steuerzahler mit Blick auf deinen Geldbeutel ist natürlich der Weg der FDP. Denn wie ich schon öfter erklärt habe, ist es so, dass an der Stelle schlicht und ergreifend neue Schulden zwangsläufig neue Steuern bedeuten. Und das hat Elon Musk auch in einem kürzlichen Beitrag im Großen und Ganzen so erklärt. Inflation ist im Grunde die Unfähigkeit des Staates, mit Steuergeldern umzugehen. Denn das ist sogenanntes Government Overspending. Also sprich, du gibst mehr aus, als du einnimmst. Und das könnte sich durchaus so durchboxen, beziehungsweise durchaus wirken. Ganz klar ist aber, es gibt noch ein Hintertürchen, das auch jetzt aufgekommen ist. Und zwar gibt es ja so ein paar Sachen, wo es sagt, okay, es laufen irgendwelche Finanzierungen aus. Oder auch, wie gesagt, hier diese 300 Milliarden Euro, die Russland gehören, die auf internationalen Konten liegen, die aber eingefroren sind. Und nach aktueller allgemeiner Auffassung, Rechtsauffassung, stehen zwar die Vermögen Russlands zu, nicht aber die Zinserträge. Was am Ende bedeutet, die G7-Staaten, so wie ich das verstanden habe, wollen sich genau an diesem Geld bedienen und darüber dann mit den Zinseinnahmen hier den Russland-Ukraine-Konflikt weiterhin finanzieren. Also, wo man sagt, wir setzen uns laut aktuellen Medienberichten noch weiterhin für einen Staat ein, der vermeintlich, wie gesagt, am Hindukusch wurde damals auch die Demokratie verteidigt, das kennen wir alle, die Älteren, wo man sagt, okay, dass man hier im Großen und Ganzen dann, ja, am Ende einen Terrorstaat, der im Grunde einen terroristischen Anschlag nach aktuellen Medienberichten auf deutsche Infrastruktur durchgeführt hat, weiterhin finanziert. Und vor allem aber auch geht es darum, dass man sagt, okay, die Ampel könnte, wie gesagt, jetzt wirklich am Ende sein, denn es ist natürlich auch die spannende Frage. Entweder man muss hier die richtige Entscheidung treffen und die richtige Entscheidung bedeutet halt natürlich am Ende Streichung von Sozialprojekten, Streichung von Klimaprojekten, denn am Ende muss hier gespart werden. Oder alternativ, und jetzt kommen wir zum Spannenden, was ja das Gutachten auch des Bundeswirtschaftsministeriums war, oder du zahlst mehr. Hier war ja schon das Thema Entfernungspauschale. Also wo es heißt, okay, die Entfernungspauschale 30 Cent fällt weg und damit bist du an der Stelle natürlich, hier hast du keinen Wärmekostenabzug mehr. Punkt Nummer 2 an der Stelle, ganz klar hier das Thema Dienstwagen, Privileg, im Grunde der Idiotenbegriff für Fachfremde, was aber die Dienstwagenbesteuerung ist, dann ist kein Privileg. Genauso auch das Dieselprivileg oder zum Beispiel auch an der Stelle hier die entsprechende Verteuerung, die jetzt stattfinden könnte, bei natürlich auch dem Kerosin, die Steuerbefreiung, die wegfällt. Und schon hätte man am Ende hier wirklich ein Riesenproblem. Die Frage ist, ob Christian Lindner das mitgehen wird. Passieren kann natürlich alles. Die Frage ist aber, ob am Ende, wie gesagt, die Koalition das aushält. Denn nur, weil im Grunde die Grünen und die SPD etwas wollen, kann natürlich die FDP noch im Großen und Ganzen Stecker ziehen. Aber ich sag's mal auch so, für meine persönliche Meinung ist es sowieso mittlerweile egal, was die FDP macht. Denn die FDP wird zumindest bei der nächsten Wahl nach aktuellen Einschätzungen überhaupt nicht mal mehr dabei sein. Liegt hauptsächlich daran, weil die FDP so viel verraten hat und so viel schiefgelaufen ist, auch im Blick auf die politischen und vor allem auch steuerpolitischen Forderungen, die sie am Anfang hatte, wo man sagt, auch die Bauern
Wir werden definitiv, hier, sage ich mal, ihren unternehmerischen liberalen Kurs definitiv nicht weiterführen. Und von der SPD und den Grünen muss man sagen, die werden am Ende auch wahrscheinlich massiv hier einbüßen müssen. Am Ende die spannende Frage, wer setzt sich durch und vor allem, wie gesagt, ob dann am Ende hier der Bürgerwille durchgesetzt wird, wenn 53% sagen, hey, aufgrund der Steuer-, Wirtschafts- und ja, finanzpolitischen Lage, wird es wahrscheinlich sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich auch es wahrscheinlich da bald wieder ein Interview gibt, in dem Robert Habeck und Christian Lindner und Olaf Scholz aus unserer politischen Verantwortung heraus werden wir nicht zurücktreten können, weil wir wissen, danach werden andere regieren. Das ist im Grunde diese politische Verantwortung, die die Ampel-Koalitionäre sich zuschreiben. Man muss aber ganz klar sagen, sie haben einfach nur Angst um ihre eigenen Posten. Und das ist alles, was immerhin diese demokratischen Verantwortung stellt, denn würde man wirklich an der Stelle hier wirklich nachhaltig im Grunde, ja, sag ich mal, wirtschaften wollen, dann müsste man natürlich hier am Haushalt einiges drehen. Und das wäre natürlich zum Beispiel ein Punkt bei dem Wählerklientel, den Arbeitslosen der SPD durchaus hier ansetzen.